Meine Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon. Wieso kann ich überhaupt Pokémon weiß mit Pokémon auf Spyro the Dragon Remastered aus der Remastered Trilogy? Trilogie. Für die, die gestrige Folge nicht gesehen haben, F1 erstmal verschoben auf Dezember, Januar den Dreh. Fettensweise Dezember. Da sind auch mehr Strecken da. Und ja, dann geht's dann weiter. Hier ist ein Boss. Irgendwo. Was? Was? Also hat mich erwischt. Hat. Ey. Der Hund hat mich erwischt. Ey, der Hase ist doch stärker als Hunde. Wir brauchen irgendwas zum Heilen, schnell. Okay. Ups. Gehen wir noch andere Atem irgendwann dazu. Hügel. Was? Du musst dich tatsächlich mit Dings machen. Jetzt halt dann immer. Nice. Nasty Nog hat die Artisanenwelt einem seiner gemeinsten Handlanger überlassen. Er soll mal herkommen, dann gibt's eine Grillparty. Pass auf, Spyro. Toasty hat viele Asse im Ärmel. Toasty, oh. Das war alles? Das war der Boss? What the fuck, als ob das der Boss war? Das ist ein schönes Thumbnail. Als ob das der fucking Boss war. Das war ja nichts. What the heck? 2 seconds later. Boss eliminiert, nice. Okay. Welt geklärt, den Boss haben wir.
5,26, geil. Also, Spark-Schülerhallen. Hier war ich da gar nicht drin. Ja, hier waren wir noch nicht. Ah, hier ist der Ballon. Wow! Wie ich sehe, hast du eifrig Drachen gerettet, Spyro. Wenn du magst, kommst du in die Welt der Friedensstifter. Bist du bereit zum Abflug? Ja, komm on. So, 45, nice. Willkommen bei den Friedensstiftern. Unser Schatz wurde geklaut und wird gegen uns verwendet. Bitte, hol unseren Schatz zurück, Spyro. Den Schatz zurückholen, alles klar. Easy. Easy. Jetzt brauchen wir die Kanone. Ah. Ah ja. Hat ihn gehört. Trockene Feldschlupf. Das hört schon mal gut an. Wenn ich die trockene Feldschlupf. Also, wir mal ganz kurz gucken. So. Wie Plätze habe ich überhaupt noch auf der Festplatte? Easy. Easy, okay, die Videos sind relativ klein. Easy. Oh, jawohl. Oh ja, die bringen gut Gems. Ja,
Ja, nein. Das ist Drachenei, nice. Ich brauche Hähnchen, aber Hühnchen. Die trockene Felsschlucht belohnt gute Gleiter. Du bist doch einer, oder Spyro? Ich wurde zum Gleiten geboren. Oh Gott, nein. Ja. Das wird anstrengend. Oh, komme ich darüber? Bitte. Oh. Ich würde nach Hause gehen, ne? Wie das haben wir jetzt hier? Ich gucke, das wird aber unten nochmal aufladen. Energie. Von zwei Wiepen. Dann biegen wir nämlich hier ab noch, und dann probieren wir es nochmal in der Flucht. Alloy. Alloy, so weit müssen wir gar nicht gleiten. Okay, das war dumm. Oh, und ich pralle ab an der Wand. Ach nee. Gut, aber ich würde sagen, haben wir ein Thumbnail gemacht? Auf ein ganz Thumbnail, ne? Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wenn ich über die Bewertung freue, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nicht. Ja, schön, wir haben für die Folge schon Sachen gemacht. Beim Boss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Und na, die Folge ist auch ein bisschen kurz, wir machen da noch ein klein bisschen. Ja, ich will noch kurz versuchen, da hochzukommen. Aber, nee. Sparks ist grün, Sparks ist grün. Nice, was haben wir hier denn? Oh, was haben wir da drüben? Ich werde mal kurz hier abgucken. Oh lol.
Hallo. Da haben wir jetzt besiegt, nice. Fällt ihn jetzt hier irgendwo? Michi, ich brauche Hühnchen. Oh, wir müssen Karla mal entleiten. Anzünden sollen, nicht gegenrennen sollen überhaupt. Wo ist Sparks? Oh nein. Ah, sind wir hier oben? Ah, ja. Okay, verstehe. Von hier können wir auch darüber. Das war so zu erwarten, dass es nicht funktioniert. Oh nein. Oh, sind wir hier gespawnt wieder. Oh. Bis zum nächsten Mal und ciao.